Tag Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der ONC, der OWL Nerf Community. Ich bin der Köni und das ist die Nerf Elite 2.0 Slyshot, also das da. Der ist so groß, der füllt hier das ganze Bild. Wir testen das Ding heute mal aus und gucken, was die kleine Taschenrakete so kann. Ich bin gespannt drauf. Und schon sind wir auf der Werkbank angelangt mit unserem das Bild nicht ganz füllenden Blaster, der Nerf Elite 2.0 Slyshot. Ich habe den hier in einem örtlichen Discounter erworben, also den gibt es nicht bei Smith's Toys, bei Amazon habe ich auch noch nicht gesehen, also die üblichen Verdächtigen, nein. Aber für nicht 5 Euro, aber 4,99, kann man den halt bei einem der üblichen verdächtigen Discounter erwerben. Link packe ich dann mal in die Beschreibung rein. Ja, zur Verpackung. Vorne Karton, hinten Karton, warnenweise Galore und hier steht 2 Dart Storage, also 2 Darts kann man da aufbewahren, sogar auf Deutsch, Wahnsinn, einer passt oben rein und es werden sage und schreibe 3 Darts mitgeliefert. Also besser als bei einer Jolt früher, da gab es nur 2. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Ja, um den Blaster aus der Verpackung zu befreien, muss man nur hier oben einmal dieses Kartonstückchen durchschnippeln. So, nehmen wir ein passendes Werkzeug. Wer weiß, wofür diese Verpackung noch gut ist. Und wir befreien den Blaster. Außer Verpackung. Die Darts sind hier unten in diesem Kartonbereich dran. Die fummeln wir auch noch gleich raus. Da ist auch noch eine Einleitung drunter separat. Wow, Luxus. Also für 5 Euro kann man fast nicht mehr verlangen. Der Blaster ist 17,5 cm lang. Er ist 12,5 cm hoch an der höchsten Stelle. Und er ist extrem schlanke 3,5 cm breit. Das ist wirklich kompakt. Wem der Formfaktor des Blasters bekannt vorkommt, das ist im Prinzip die Snapfire von Elite 1.0 noch, sieht aber mit diesem Skelettgriff etwas anders aus. Aber man sieht, Ladestock sieht identisch aus, Formfaktor identisch, Dart Storage hier auch. Sehr ähnlich, möchte ich sagen. Aufgrund dieser vollen Griffschale ist dieser Blaster wahrscheinlich viel angenehmer zu halten, als das damals die Snapfire war. Die war wirklich sehr minimal. Wir haben das Elite 2.0 typische Design, hellblau Metallic. Wir haben hier komplett orange Abzug und Griff. Auf dieser Seite das gleiche, da sind die eingeprägten Warnhinweise. Sieht man es? Ja. Und wir haben einen grauen Ladehebel. Okay. Hier ist ein bisschen Farbe drauf, das Nerf-Logo. Hier nicht. Aber bei 5 Euro finde ich das noch okay. Da muss man nicht viel haben. Das Design gefällt mir viel besser als von der Snapfire damals. Das hier sieht echt ein bisschen cooler aus. Man hat hier vorne diese Lüftungslöcher. Das ist ein Designelement, was ich bei Elite 2.0 mag. Man hat das hier mit den Schrägen gemacht, dass man die Darts drin halten kann. Und wenn ich das sagen darf, die Darts halten tatsächlich da drin. Nein, fällt nicht raus. Gut. Laden des Blasters. Sehr einfach. Hinten ziehen, sehr wenig Power, die man braucht. Dart vorne reinstecken, abfeuern. Gar nicht mal so schlecht. Abfeuern und ja, dann war es das schon. Dann kann man hier aus dem Dart Storage den nächsten Dart nehmen, nachfeuern und ab geht's. Es gibt eine Öse. Hurra! Ich weiß nicht, wieso das bei so einem kleinen Blaster sein muss, aber hier ist eine dran. Also da kann man eine Schlinge dran befestigen, so als Zweitblaster irgendwie oder Drittblaster von der Schulter hängen lassen. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Danke, Hasbro. Man hat's. Kimme und Korn. Kann man das sehen? Sieht man das? Ja, also auch durchaus brauchbar. Das finde ich besser. Bei der Snapfire war nur vorne was eingeprägt und hinten so zwei kleine Nupsis, die brachten gar nichts. Also das ist echt brauchbar. Hier oben schön glatt. Ja, von vorne, man sieht's, ein ganz normal klassischer Einschussblaster. In der Hand liegt der Blaster für einen Erwachsenen so gerade noch brauchbar. Es liegt daran, dass hier unten der Griff so ein bisschen länger ist mit dem Ding. Also es geht echt. Also da ist nichts scharfkantig, da schneidet nichts rein. Da kann man mit arbeiten. Also finde ich echt okay. Also fürs Büro und für den Garten oder für ein Battle als Zweitblaster eigentlich eine klasse kleine Kniffe. Ja. Wir schauen uns das Gerät auf dem Kroni an und machen natürlich draußen auch noch einen Schusstest. Und dann treffen wir uns später zu einem Fazit wieder. Wir testen die Elite 2.0 Slyshot. Erst mit Elite Darts und dann mit Akkufix. Oh. ~72 aus so einer kleinen Knifte? Echt nicht schlecht. Im Durchschnitt Elite Darts 67,8. Das gibt es manchmal nicht bei Erwachsenen-Elite-Blastern. Also,
Okay. Akkufix. Mit den Akkufix im Durchschnitt nur 56,8. Erwartbar, dass da etwas Leistungsverlust rauskommt, aber das ist doch ein bisschen weniger, als ich gedacht habe. Ab nach draußen zum Test im Garten. Slyshot, 5 Elite Darts. Mal sehen, was das Ding so kann. Okay, interessante Flugbahn. Den hat der Wind gepackt. Da war nix. Das war ganz schlecht. Elite Darts. Die Slyshot mit den Akkufix. Vielleicht ist das ein bisschen besser oder genauer. Oder beides. Genau auf jeden Fall. Genau sitze. Wir schauen mal. Wir gehen einsammeln und diesmal muss ich nicht so weit gehen, denn der erste Elite-Dart von der Slyshot liegt bei 9 Metern. Das ist Endstrike-Niveau, nicht Elite, auch nicht Elite 2.0. Nun gut. Jetzt haben wir hier eine ganze Gruppe. Akkufake, 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 Akkufake. 3 Stück, alle hier bei 12 Meter, 11,50 Meter. Sehr nah an der Linie. Und die beiden anderen Akkufix reihen sich hiermit ein, kurz vor der 13 Meter Marke. Und da liegt auch der zweite Elite Dart, der nicht besonders weit gekommen ist. Also die Akkufix liegen hier echt in einem sehr, sehr engen Streukreis. Das ist mal genau, wäre noch nicht besonders weit. Dann haben wir 2 Elite 2.0 Darts. Die liegen hier bei der, sagen wir mal 14,50 Meter Marke, ungefähr da so. Und einer hat es weit geschafft, der hier ist bis zur 17 Meter Marke gekommen. Der ist ein bisschen gesegelt. Ja. Insgesamt würde ich sagen, Jolt-Niveau. Ein bisschen über Jolt-Niveau. Und wenn die Elite da jetzt mal besser fliegen würden, dann wäre das richtig cool. Also die Reichweite hat das Ding eigentlich schon. Auf zum Fazit. Und damit wäre es auch Zeit für ein Fazit über die Slyshot aus der Elite 2.0 Reihe. Wirklich ein praktikabler kleiner Handblaster. Kann ich nicht anders sagen. Also die Performance ist so Jolt-Klasse typisch, sogar ein bisschen drüber. Die FPS sind höher. Die Performance im Garten ist halt, mit Elite-Darts gute Reichweite. Wenn die Darts geradeaus fliegen, wenn sie natürlich vorher den Boden einschlagen, dann ist die Reichweite schlecht. Mit den Akku-Fakes sehr, sehr genau, aber halt auch nur gute 12 Meter Reichweite. Das ist fürs Büro und Co. vollkommen ausreichend. Und bei einem Battle als Backup-Blaster eigentlich auch okay. Als Hauptblaster ist das natürlich ein bisschen sparsam. Aber für gerade mal 5 Euro kriegt man einen Blaster, der gut in der Hand liegt, gut funktioniert, sich auch in so ein kleines Holster oder in der Tasche noch reinpacken lässt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Elite 2.0 Reihe, abgesehen von der Motoblitz, ist das hier wirklich mein heimlicher Favorit. Die funktioniert. Warum es die nur in Discount-Läden gibt, kann ich euch nicht sagen. Aber ich finde, dieser Blaster hätte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Ob man den modden kann, da bin ich nicht so sicher. Bei der Snapfire, waren hier hinten 4 Schrauben. Abschrauben, raus, Feder tunen, wieder zusammen, fertig. Das hier sieht sehr, sehr geklipst aus. Da ist nicht eine Schraube zu sehen. Das heißt, wenn der defekt ist, wahrscheinlich ist der dann einfach zu entsorgen. Das ist das Problem bei Elite 2.0. Das sind Einwegblaster. Wie so ein Einwegfeuerzeug oder Einwegrasierer. Wenn defekt, dann wird man da wahrscheinlich nie mehr viel drin retten können. Falls ich doch mal Lust dazu kriegen sollte, den aufzuknacken, schauen wir noch mal. Aber bis dahin denke ich, das Ding ist echt okay. Kaufempfehlung von mir. Für 5 Euro macht man nichts falsch. Und damit seid ihr informiert und man trifft sich.